So, und du da jetzt, ne? Ich habe Angst, hier stehen zu bleiben. Ich weiß nicht, was ich mit dem Zombie da machen soll. Erschießen will. Geh weg. Oh, ich schwör's dir, geh weg. Also auch nur mit Schummeln. Ja, ich denke mal, ich weiß nicht, man muss glaube ich schon den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, wenn man das wirklich alles gesehen, also von selber findet. Das ging ja schon mit manchen Waffen einfach los. Hier bei. Oh, ich weiß gar nicht, das war bei Black Ops 2 auf jeden Fall. Wo man in der einen Map. Transit, genau. Wo man ja in Transit, wenn du da bei gewissen Sachen ausgestiegen bist, dann kamst du ja schon bei einigen Stellen überhaupt raus, was so eigentlich hier eine einzelne Map war. Wo du dir dann überhaupt auch erst diese komische Waffe zusammenbasteln konntest, diese eine Superwaffe. So, ich versuch's jetzt. Oh, mir ist ganz schlecht, mir ist ganz schlecht, mir ist ganz schlecht. Boah, es hat funktioniert, es hat funktioniert, es hat funktioniert. So, ich verstecke mich jetzt hier einfach mal kurz und lese das mal. Fangen wir hier. Ne, ich glaube, wenn du zocken willst, ist etwas zu spät, weil morgen kommt der neue CD-Teil raus und da wird bei dir nicht mehr gelesen. Das mag vielleicht sein. Wobei mir aber schon immer egal war, bei. Oh nein. Bei den Zombie-Teilen muss ich dir aber ganz ehrlich sagen, war es mir schon immer egal. Ich war noch nie so jemand, der komplett einfach so, oh, der neue Teil ist raus, jetzt muss ich den suchen. So war ich nie. Scheiße! Nein! Hab ich ein Schwein! Ich hab schon gedacht, jetzt ist vorbei. Weil wenn mich die anderen Kartenpakete reizen, dann zocke ich sie auch so. Und früher oder später kommen die Leute immer wieder, gerade bei den Zombie-Teilen, wieder zurück. Das war schon immer so. Zockst du Zombie immer allein? Nein, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Entweder verabrede ich mich mit Leuten und zock das mit denen. Zock das auch mal gerne mit Leuten, die ich noch nicht kenne. Aber da ist es ja immer eine Kunst, irgendwelche vernünftigen Leute zu finden. Oder manchmal auch einfach alleine. Ich finde, um eine Map zum Beispiel, wenn du gerade keinen hast, mit dem du dich koordiniert bewegen kannst, um eine Map komplett kennenzulernen, ist es manchmal auch ganz vernünftig, die alleine zu spielen. Wenn du gerade kein Glück hast. Manchmal hast du ja wirklich Leute, mit denen kann man auch dann sich wirklich unterhalten. Und das sind nicht so kleine Choleriker, die dann immer gleich ausflippen. Falls du jetzt weißt, wie ich das meine. Also es kommt immer darauf an, wie ich die Zombie-Maps zocke. Und wie gesagt, früher oder später kommen sie eh alle wieder zu den, zumindest zu den Zombie-Maps zurück. Guck doch mal, selbst heute wird noch Kino der Toten gespielt. Also da mache ich mir gar keinen Platten. Auf welche Plattform zockst du? Es kommt jetzt darauf an, um welchen Call of Duty es sich handelt. Infinite Warfare und BO3 zocke ich auf der PS4 und die anderen 1 und 2 zocke ich auf. Sag schnell. Ach scheiße, du lebst noch. Ach, das ist doch nicht wahr. Auf der Xbox 360, um das jetzt mal nochmal schnell. Die anderen Teile auf der Xbox 360, 1 und 2. Wo ich auch sagen muss, da habe ich momentan auch eh gar keine Goldmitglieder. Aber könnte man sich ja holen, wenn man mal jemanden hätte, der mitzockt. Davon mal ab. So. Nee. Ich werde die jetzt nicht versuchen zu knacken, auch wenn es mir gerade in den Fingern juckt. Was
macht denn eigentlich Rubik da hinten, der komische Sprallo? Ah! BO3, yo. Auf der PS4 habe ich gerade mal so fix noch gelesen. Können wir gerne machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du jetzt hier überhaupt. Ich zocke ja auch gerade über der PS4. Ich weiß gar nicht, ob du da gerade mein Ding siehst. Wenn nicht, dann kannst du mir ja einfach mal gleich ein Freundschaftsangebot machen. Ich weiß gar nicht, wie heißt ich eigentlich bei Twitch? Ist das Klüse TV? Wenn nicht, dann kannst du mich ganz einfach auf der PS4 finden. Ich weiß gar nicht, ob du mich jetzt eh finden kannst, weil ich zocke ja über die Konsole, müsste eigentlich gehen. Wenn nicht, egal wie ich jetzt hier heiße, ob nur Chloese oder Chloese TV in dem Sinne, heiße ich hier einfach nur Chloese, aber anstatt hinten ein E ist es hinten ein R. Frag nicht warum. Frag nicht warum. Ah, einer der Punkte, warum sich ärgert, dass man hier seinen Namen nicht ändern kann. Wenigstens mal einmal könnten die das schon mal einführen, finde ich. Nein, wo die Konsole damals ankam, da war ich einfach so gehypt und dann so, oh, zocken, zocken, zocken. Und habe komplett einfach nicht registriert, dass ich meinen Namen falsch geschrieben habe. Oh ja, passiert. Oh, hier liegt schon wieder der Kopf. Ich will hier mit dem nichts zu tun haben. Ich gehe einfach weg. Nee, hier will ich aber auch nicht runterfallen. Okay, dann gucken wir mal. Das wäre auch schon wieder fies, wenn ich schon wieder gegen ihn kämpfen müsste. Echt jetzt nur. Yo, Freundschaftsanfrage habe ich erhalten. Nehme ich später dann gerne an. Okay. Damit habe ich jetzt gerade so schnell nicht gerechnet. Jo, aber cool, wenn wir dann mal auf jeden Fall Zeit finden. Heute wird es natürlich nicht mehr klappen, weil wenn ich heute dann aufhöre, dann... sag schnell. Wenn ich heute aufhöre, dann höre ich auch auf, erstmal zum Zocken. Aber die Tage könnten wir das schon mal hinkriegen. Irgendwie am Wochenende oder morgen. Ne, müssen wir mal nur irgendwie mal gucken, wann wir online ist. Dann können wir uns da abquatschen. Das wäre schon cool. So, ich mache jetzt aber eine ganz kleine kurze Pause. Eine ganz kleine kurze Pause. Ihr wisst, was ich meine. Weil ich hole mir noch ein neues Getränk und dann versuche ich wenigstens aus dem komischen Loch hier noch rauszukommen, damit wir sehen, was am Bus passiert. Noch habe ich ein bisschen Zeit. Okay, dann sage ich mal bis gleich, Leute. Ich merke schon, hier im Chat ist schon Unruhe. So, musst erst noch einkaufen für dein Getränk? Nein, aber ich musste auch mal noch schnell auf stille Örtchen. Ja, Ria sagt, trink nicht so viel. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf antworten soll. Entweder könnte ich jetzt sagen, ich trinke nicht mehr, wie reingeht. Oder Flüssigkeit braucht auch jeder Mensch. Ne? Man könnte das jetzt drehen und wenden, wie man möchte, oder? So, aber ich bin ja zurück. Ja, Niki, und ist cool, dass du... Ich sag jetzt einfach mal Niki, ne, beschwer dich nicht. Ist ja schön, dass du dann nächste Woche Urlaub hast. Ich aber nächste Woche nicht mehr. Deswegen ist jetzt dieses Wochenende, dass wir dann zusammen zocken könnten, am wahrscheinlichsten, denke ich mir. Ich sage ja so, morgen und Wochenende, da kriegen wir das bestimmt hin. Und alles, was danach dann folgt, gucken wir, wie die Zeit passt. So, und jetzt versuche ich mich hier aber nochmal durchzumogeln, ne? Ohne drauf zu gehen. So, jetzt kam er ja hier eh gleich hinter mir. Stopp. Lag hier noch irgendwas? Ja. Das wäre jetzt fatal, hätte ich das liegen lassen. Jo, wir gucken mal. Alles easy peasy. Easy peasy ist auch eine sehr interessante Ausdrucksweise. Amen. Ja, genau. So, wo ist er denn? Was macht er denn da?
Boah, ich würde mich jetzt so gern von hinten anschleichen, ne? Okay, er geht seinem Tagewerk nach und ich verkrümel mich einfach mal. Dreh dich mal vernünftig. Scheiße, jetzt habe ich nicht geguckt, wo er hingegangen ist. Links, rechts? Eigentlich auch scheißegal. Ich darf nur nicht vergessen, die Bombe gleich zu entschärfen hier. Jetzt wieder hinter mir. Irgendwo hier muss er doch sein. Mach hin. Wir wissen nicht, wo er ist. Schnell! Das dauert mir zu lang. Vor allem toll, ich kann in die ätzenden Pfützen reintreten. Und das ist aber scheißegal, oder wie sehe ich das? Ja, okay. Ich habe gedacht, ich kann da vielleicht doch noch lang. Ja, nur ich hab's begriffen. Ab durch die Mitte. Mitte? Ach nee. So, und was kommt jetzt? Ich meine mal ernsthaft. Bald kann mich hier eh nichts mehr schocken. Kann sie mich eh nicht, weil ich das immer noch irgendwie kenne. Auch wenn es lange her ist. Langsam schockt mich eigentlich die Tatsache, wie weit ich in dem Spiel schon gekommen bin. Bist du da drin? Ich sehe es schon kommen. Wahrscheinlich kurz vor Ende. Nein, ohne Witz. Weiß einer, wie viel Kapitel das Spiel hat? Was ist die Info? Das hat sich doch gerade irgendwie nach meiner Tür angehört hier. Das hat sich wohl nur so angehört. Ah, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ess ihn auf! Ess ihn auf! 15? Ist das jetzt eine Antwort oder eine Frage? Weil wenn das Spiel 15 Kapitel hat, dann wäre das ja übel. Weil das kenne ich noch. Aber ich weiß, ich habe es nicht zu Ende gespielt. Und wir sind ja jetzt im 12. oder am 13. Nein, nicht alle. Nein. Leslie! Hä? Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Leg Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Oh. Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Tja, da ist ja wohl dann die erste Frage, ob ich dir überhaupt vertrauen kann. Wem kann man überhaupt vertrauen, wenn man wahrscheinlich offensichtlich geisteskrank wird? Hier haben wir nichts. Wir haben hier nichts. Was haben wir hier? Joseph, vermisst, Joseph, oder Detective der Polizei von Crimson City. Verschwunden auf dem Nachhauseweg. Mehrere Augenzeugen berichten, er hätte in Crimson City nach jemandem gesucht. Er ist auf dem Nachhauseweg verschwunden, aber rein theoretisch ist er doch mit uns zusammen hierher gekommen. Erzähl mir, was das alles zu bedeuten hat! Die blöde Kuh verrät mir auch nichts. Schlüssel habe ich eh nicht gefunden, also gucken wir, was wir leveln können. Reserve. 10.000. Jo, Junge.
5000, 6000. Womit kann ich denn mehr anfangen? Ach, ich bin eigentlich viel. Das wundere ich hier so lange rum. Ist so jetzt drauf geschissen. Na, kriegen wir noch irgendwas los? Nachlade, bla bla bla. Magazinkapazität könnte man machen, muss man aber nicht. Passt mehr ins Magazin, kann ich aber auch wieder mehr mitnehmen. Oh, ich denke mal jetzt 250 brauche ich gar nicht erst weiter gucken. Ich bin ja gespannt. Siehst du, Ria, jetzt hast du mir aber immer noch nicht erzählt, war das jetzt gerade eine Aussage mit den 15? Also eine ernsthafte Aussage oder auch nur eine Vermutung? Weil ich bin ja jetzt schon Kapitel 13, ey, jetzt mal ernsthaft, ohne Witz. Ja, ich speichere einfach nochmal. Und ich bin aber noch nicht da, wo ich nicht weiterkam. Ich sag ja, das war genau am Ende wahrscheinlich. Der Endkampf am besten noch. Das wäre der Hammer. Was? Oh, okay. Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Jetzt ist auch zu spät. Mal auf hier die Kacke. Hätte die Bilder an der Wand manchmal, ne? Zu geil. Und wo soll ich jetzt hin? Ach, jetzt ist hier auf. Ich bekomme gerade verdächtig viel Stimpaks. Das macht mir ein klein wenig Angst. Ich pfeife mir auch einfach gleich mal eins rein, dann haben wir fast volle Lebensläufe. Verkehrt sein kann es nicht. Ach Gott. Wer ist denn das da hinten? Nee, ne? Ich sehe es noch. Scheiße. Wäre natürlich wieder passend gewesen, um so ein bisschen von diesen Kackteilen zu looten. Da steht doch einer, ne? Oder ist das da hinten einfach nur Blut an der Wand? Ich bin mir da gerade echt unschlüssig. Kann ich hier rein? Na, langweilig. Was ist denn das? Bomben, die auf jemanden draufhängen, oder was ist hier los? Genau in die Falle getappt. Scheiße! Was? Ey, aber ansonsten habt ihr keine anderen Hobbys, oder wie? Was für eine Kackarsch-Scheiße, Alter. Na? Bleib fluffig. Echt, irgendwann ist auch gut. Genau reingetappt in die doofe Falle. Ich krieg hier so viel Zeugs, das macht mir Angst. Es macht mir Angst, Angst, Angst. Ja, es macht mir Angst. Lal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 a. Saubere Sache, Alter. Hätte ich vorher schon gewusst, dass hier noch so viel kommt, hätte ich vielleicht nicht alles andere so blöd weggelevelt. Naja, ach, hätte ich wahrscheinlich trotzdem gemacht. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden es nie erfahren, ist ja nur egal. Oh mein Gott. Auch wenn ich das hier alles irgendwie schon mal gespielt habe, ich bin gerade gespannt, wie so ein Flitzebogen, ey. Flitzebogen. Gibt manchmal so Momente, da fällt mir auf, ich bin alt. Ich werde alt. Ria, was sagst du dazu? Du bist ja älter. So, was kommt hier nach? Los.
los, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Tschu, bumm. Genau, alles klauen. Joseph? Jag mir doch nicht so einen Schreck ein. Bist du denn bekloppt, Mann? Wozu kann ich diese Schublade aufmachen, wenn da nichts drin ist? Das kommt mir so sinnlos vor. So sinnlos. Oh, da ist noch Jimmy Gibson. Den hätte ich fast übersehen. Und da unten ja auch Sachen gibt. Steht hier noch mehr von dem Zeug? Ist ja übel. Nee, ich glaube jetzt nicht mehr. Joseph, bist du? Jetzt wird das Spiel jetzt auch wissen, ne? Ey, ohne Witz, jetzt wird der regelrecht zugeschüttet. Okay. Mann, du Bleppo, was machst du denn da hinten? Na schön, danke aber auch. Bin begeistert. Oh, toll! Gott, und jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Wenn du das nicht weißt, wer soll's denn dann wissen?